Schönen guten Abend. Guten Abend. Mögen Sie lieber mit oder ohne Kohlensäure? Ohne. Ohne. Schön. Herr Neumann, ich muss mal sagen, dass ich das eben gehört habe, 10 Jahre, ist eigentlich ein Grund, darüber nachzudenken, ob man mal aufhört, ne? Oder? Nicht unbedingt. Nicht nein. Unbedingt. Nein. Ich muss Ihnen wirklich sagen, ich habe mir Sie gewünscht. Und ich habe durch die Vorarbeit auch der lieben Kollegin Dorothea Kerut hier im Haus im Park aus der Ferne gespürt, was Sie für einen Kalender haben. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass Sie trotzdem heute Abend hier sind. Danke. Ja, danke schön. Lassen Sie uns kurz, Sie haben, glaube ich, einen anstrengenden Tag hinter sich und Sie waren auch kurz in Dänemark. Ich bin selber ein Kopenhagen-Fan. Wie geht es der Königin? Ja, die Königin geht wirklich sehr gut. Haben Sie sie getroffen? Ich habe sie getroffen, Sie sind ja befreundet. Weil es war ein Gala, wie Sie vielleicht wissen, zu der Wiedervereinigung von quasi Schleswig-Holstein und Dänemark, was für 100 Jahre stattgefunden hat und ausnahmsweise friedlich stattgefunden hat. Und das ist sehr, sehr groß in Kopenhagen gefeiert. Es war ein Galaabend, in dem ich einen Pas de Deux choreografiert habe für eine dänische Ballerina mit einer deutschen Tänzer meiner Kompanie. Diese hieß Persuasion. Weil es ging ein bisschen darum, wie in menschlichen Beziehungen, dass es immer gewisse Spannungen geben kann, aber dass man muss sie nicht immer mit Krieg bewältigen, sondern man kann es auch mit Persistent Persuasion machen. Und das war das ein bisschen das Thema. Und die Königin, die wirklich eine wirklich tolle Frau ist, erstmal war sie, sie gibt dieses Land ein Licht, weil sie in ihrer Art, Menschen zu begegnen, Kunst zu lieben, man spürt es, wenn sie auftritt, irgendwie für eine Vorstellung zu sehen, dass sie kommt nicht, weil das irgendwie eine Staatsaktion ist, sondern weil sie eine Neugier hat, für was die Kunst sie gibt, weil sie ist auch selber Künstlerin. Und sie hat eine Bürgernähe, ne? Ja, sehr, sehr. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, das war das für mich Schönste an der Abend, dass ich in der Pause doch ein paar Minuten mit ihr selber sprechen könnte. Raucht sie noch? Sie hat in dem Moment nicht geraucht. Ich glaube, sie hat aufgehört. Ja. Ich hoffe für Sie, dass sie aufgehört. Haben nie geraucht, ne? Ich habe nie geraucht, ja. Nein. Rauchen Sie? Nein, auch nicht. Ich hab mal gedacht, man müsste Pfeife rauchen. Das gibt einem so was Meditatives, Nachdenkliches. Ja, das war immer so. Das habe ich aber dann auch gelassen. In Amerika war das immer so ein Zeichen, wenn man sehr intellektuell wäre, so in die Universität ging als junger Mann, dann müsste man eine Pfeife haben. Aber als Balletttänzer ist das glaube ich, geht überhaupt gar nicht. Nicht in diesem, Herr Neumann, ich habe gelesen, Milwaukee, Ihr Vater war Kapitän auf dem Michigansee. Sie sind auf alle die großen Seen, auf all den großen Seen. Ja, genau. Sie waren ein Junge. Wann haben Sie denn eigentlich gespürt, ja, ich kann tanzen? Dass ich gespürt habe, dass ich kann tanzen, habe ich nie gespürt. Aber dass ich wollte tanzen, habe ich, glaube ich, ziemlich früh. Wie alt waren Sie? Genau, weiß ich nicht, vielleicht 3, weil ich... 3? Ja, wahrscheinlich, weil das Erste, was ich erinnern kann, ist, in ein Kino zu sein mit meiner Mutter, ein Musicalfilm, und die haben getanzt und das habe ich geliebt. Und dann hört das Tanz auf und dann haben sie gesprochen und ich fand das völlig langweilig und habe es gehasst, wenn sie so viel gesprochen haben. Und ich glaube, das war die erste Zeichen. Aber Sie haben auch gesagt, ich wusste, ich habe eine Begabung zum modernen Tanz. Also Sie müssen irgendwas... Nee, das habe ich nicht gesagt, das ist ein falsches Zitat. Oh, das fängt so ja gut an hier, das fängt ja gut an. Sage ich, nein. Ich habe noch mehr Zitate, aber es macht nichts. So etwas sage ich nicht. Aber ich habe wahrscheinlich so etwas Ähnliches gesagt. Aber ich habe gesagt, was ich öfters sage, ist, dass ich spürte,
dass ich eine Neigung zu Tanz, dass ich eigentlich mich dort hingezogen gefühlt habe immer und wusste nicht warum oder wusste nicht genau, was Tanz ist. Mhm. Und deswegen fing meine große Sammlung an, weil ich brauchte sozusagen Beweismaterial für was diese mysteriöse Geschichte ist. Lassen Sie mich nochmal bei Ihrem Papa und bei Ihrer Mama bleiben. Okay. Was haben die denn gedacht, als sie spürten, der kleine John, der hat's mit dem Tanz? Ich glaube, es war unterschiedlich. Mein Vater als Schiffskapitän war sehr viel weg von zu Hause. Das heißt, ich war wahrscheinlich näher an meiner Mutter. Als diese Interesse an Tanz, die mal in Filmen war, aber auch in die verschiedenen Gastspiele, die nach Milwaukee kamen, zu der Zeit gab es kein Company dort. Und diese Gastspiele kamen wirklich ein, zwei Tage im Jahr, habe ich gebeten, dorthin zu gehen, um das zu sehen. Weil ein bisschen was hat man vielleicht im Fernsehen gesehen, aber nicht richtig. Und ich glaube, dass meine Mutter das sehr genossen hat. Weil ich glaube, sie hat vorher sich dafür nicht interessiert. Sie war sicher eine Frau, die das Schöne liebt, das Schöne, weil sie sehr, wirklich sehr, man müsste sagen, fast künstlerisch nähen konnte und liebte Blumen. Und diese Liebe zu Blumen, dieses Gefühl von der Kostbarkeit, diese vergängliche Objekte, die so schön war, ich glaube, das war mein erstes Bild von das, was vielleicht Schönheit ist. Ist es denn so, dass zum Tanzen ja auch Musik gehört? Gab es denn Musikalität in Ihrer Familie? Ich glaube, nicht besonders. Meine Familie ist nicht ins Konzert gegangen, hat mich nicht ins Konzert genommen. Es war so eine Art, es gab ab und zu mal Konzerte. Aber diese musikalische Entwicklung ist später gekommen. Das heißt, einmal, nachdem ich angefangen habe, Tanz zu lernen. Wir müssen mal kurz klären, wie alt Sie da waren, als Sie angefangen haben, das zu lernen. Ja. Wie alt waren Sie da? Da war ich wahrscheinlich, ich denke, 9. 9? Ja. Ist man da nicht in Milwaukee? Ich habe so ein Klischee von Milwaukee vor mir. Ein 9-jähriger Junge tanzt. Was haben denn die anderen Jungs gesagt? Ich habe sie nicht gesagt. Wie? Sie haben das heimlich gemacht? Es war für mich, wissen Sie, ich bin ein sehr geschlossener Mensch. Ich spreche gerne offen mit Ihnen heute Abend, aber das mache ich nicht normalerweise. Das freut mich das sehr. Das heißt, ich bin nicht so jemand, der viel Blablabla macht. Das habe ich auch nie gemacht. Das schätze ich auch. Es war so eine kleine Tanzschule. Und ich wollte tanzen. Und meine Eltern fanden es, ja, was will er eigentlich? Und haben gesagt, ich dürfte Stepptanz nehmen. Und ich war tatsächlich in einer Klasse mit 4 anderen Jungs, die alle in Milwaukee, on the south side of Milwaukee, der südliche Seite von Milwaukee, in Roberta Gunness' Dance Studio Stepptanz gelernt haben. Und das war auch für die anderen Jungs okay, oder wussten die das gar nicht? Die anderen Jungs, ich muss es wirklich nachdenken, weil ich hatte kein Problem, diesen Art von Problem nicht, was sicher andere Jungs in die Schule hatten. Ich war immer ein bisschen merkwürdig, glaube ich. Aber ich hatte Freunde. Was heißt denn merkwürdig? Merkwürdig im Sinne von, es sind Dinge, die mich sehr interessiert haben. Ich hatte ein gewisses Talent zum Zeichnen. Dieses Talent ist noch früh quasi entdeckt worden, als ich Tanz studiert habe. Das heißt, es gab so eine sehr schöne Dame mit weißem Haar, die in die Schule kam, so jeden Monat, und hat unsere Zeichnungen beobachtet. Und war so beeindruckt von das, was ich gemacht habe, dass sie erzählt hat, dass ich müsste Kunst studieren. Ja. Und da bin ich dann am Wochenende in die Kunstschule. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Was haben Sie mitgebracht? Weil Sie ja Kunst studieren sollten,
Ja. Man kann ja noch mal wieder weiter studieren. Ne? Habe ich Ihnen was mitgebracht? Das sind keine Buntstifte. Sagen Sie nicht das Wort Buntstifte. Das sind Künstlerfarbstifte. Oh, ist das ein Geschenk? Es ist ein Geschenk, ja. Oh. Ja, das ist ja schön. Und dann habe ich ein, professionell heißt das, Projekt Skizzenbuch besorgt. Und ich habe gedacht, dieses Format entspricht ungefähr der Staatsoper. Ja. Und da Sie ja die Bühnenbilder auch selber entwerfen. Ja, ist das sehr praktisch. Ist das sehr praktisch. Ja, das ist ein tolles Geschenk. Ja. Vielen Dank. Bitteschön. Das ist sehr, sehr, sehr nett. Lieber Herr Neumeier, damit nicht genug. Oh. Damit es auch immer gestochen scharf ist. Ja, das ist sehr wichtig, weil ich bin ein fanatischer Benutzer von sehr spitzen Bleistiften. Sie können das immer wieder frisch anspitzen. Wenn irgendein Assistent oder so gibt mir einen Bleistift und das ist nicht spitz, ich bin in Rage. Sind Sie pingelig? Ja, okay. Sehr, ja. Wir waren noch in Milwaukee und Sie sollten Kunst studieren, beziehungsweise Sie sollten, glaube ich, Grafiker werden. Mhm. Das ist aber nichts geworden. Wie haben Sie denn Ihre Eltern überzeugt, das will ich alles nicht, ich will tanzen? Ja, ich weiß nicht, wie das in Ihrem Leben ist, aber in meinem Leben ist es so, dass ich so Flashes habe. Es gibt so gewisse Dinge, die passiert sind, die, wo man... Momente, die einfach immer bei einem bleiben. Und ich weiß, dass ich habe Kunst studiert, ich habe studiert, erstmal war es in einer so ganz ernsthafte, wie ein College, wie eine Universität für Kunst. Aber ich fühlte mich völlig verloren, weil es waren alle wirklich erwachsene Menschen und ich so mit, was, ich weiß nicht, wie alt ich war. Da muss 8 sein, weil es war, bevor ich Tanz studiert habe. Und das war nicht richtig. Dann erfuhr meine Mutter, dass die Nonnen von der Notre Dame Convent Unterricht gegeben hat. Und da bin ich wirklich regelmäßig viele Jahre gegangen und habe ein sehr, sehr detailliert und sehr didaktische Erziehung in erstmal Zeichnen, Pastell, Aquarell und Öl. Tatsächlich, das können Sie. Aber es gab in Ihrem Leben einen Jesuitenpriester. Ja, jetzt war später. Jetzt zitiere ich mal wieder, vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich sag's mal. Er hat gesagt, Junge, du musst tanzen. Er hat gesagt, er hat nicht gesagt, Junge, okay. Aber er hat gesagt, du musst tanzen. Du musst tanzen. Wie kommt es, dass ein Jesuitenpriester einem Jungen sagt, du musst tanzen? Weil er ein sehr intelligenter und sehr feinfühliger Mensch war, glaube ich. Er war ein Jesuitpriester, aber wie wir wissen, die Jesuitpriester spezialisieren sich. Sie sind alle sehr intelligente Männer, die in bestimmte wissenschaftliche Fachbereich gehen. Father Walsh. So heißt er, ja? John Walsh. So heißt er, Father John Walsh. Er spezialisiert sich in Theaterwissenschaft und war selber Regisseur. Wir hatten in Milwaukee an der Universität einen Theater Maria, hieß es, wo wir am Wochenende wirklich tatsächlich gespielt haben. Es war ein sehr gutes Theater. Und Father Walsh glaubte, was auch sehr heutig ist, dass Bewegung ist wahnsinnig wichtig für die Erziehung eines Schauspielers. Und das war so, dass ich Verschiedenes studiert habe. Ich habe englische Literatur studiert, aber die meiste Zeit war ich in diesem Theater und habe quasi mitgespielt, später Kostüm und nur Kostüme entworfen und auch Choreografie, meine erste Choreografie dort gemacht. Und er hat selber so Tanzstunden unterrichtet und deswegen, das war dieser berühmte Moment, wo er sagt, oh, ja, you must be a dancer. Wären Sie heute da,
ohne John Walsh, wo Sie heute sind? Das ist eine interessante Frage, weil ich finde, das Leben besteht aus so eine Sammlung von Zufällen. Weil man muss sich vorstellen, dass ich zu der Zeit natürlich immer noch gezeichnet habe, bevor ich in die Universität ging, als ich in der Highschool war, natürlich noch die Art von Tanzstunden, die dort waren, so mitgenommen habe, habe in so einen Amateur, so eine Laien-Theatergruppe gespielt und bin dann in die Universität gegangen und dachte, ich wäre quasi in eine wissenschaftliche Richtung gehen. Aber ich landete fast am ersten Tag in diesem Theater und in dieser Tanzstunde und Father Walsh war da. Und er hat gesagt, das ist dein Weg. Und dann ist es passiert. Und es ist dann passiert und es ist richtig. Ich habe Ihren Vater vor mir, als mit Kapitän verbinde ich immer so bärbeißige Männer, die so wetterfest und wasserdicht war er sind. Auch, ja. War er auch, gut. Ja. Was hat denn der gesagt zu seinem Sohn, der da plötzlich sagt, ich gehe in diese sensible Welt des Tanzes? Ja. Er hat das irgendwie faszinierend gefunden. Er hat das faszinierend gefunden. Natürlich, er hat Gedanken gemacht, ob ich irgendwie mich unterhalten kann, so in diesem Beruf. Aber ich sehe so, wie er darüber wirklich lächelt. Tatsächlich? Ja. Es gab niemals den Konflikt zwischen Vater und Sohn. Sohn, was machst du da? Nein. Du brauchst einen anständigen Beruf. Du bist ein Kerl. Wahrscheinlich. Ich würde sagen, wo ich am dankbarsten meinen Eltern gegenüber bin, ist das, was sie gedacht haben. Vielleicht haben sie nicht alles gesagt. Was sie mir gezeigt haben, war, dass sie fasziniert waren von der Form, die ich versucht habe, meinem Leben eine Gestalt zu geben. Und niemals, außer, glaube ich, das Sorge, der ein Eltern haben müsste und denkt, oh Gottes Willen, was passiert mit ihnen? Sie haben zugehört und zugespürt, glaube ich, mehr als, dass das für mich etwas Wichtiges war und ernsthaft war. Wenn Sie die Hände so halten, dann habe ich das Gefühl, Sie kommen aus einer sehr feinfühligen Familie. Es ist ja feinfühlig, was Sie beschreiben. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich meine, mein Vater war, wie Sie sagen, er war wirklich Kapitän. Er war Kapitän nicht, weil er in eine Offizierschule ging, sondern weil er anfing als ein Deckhand. Jemanden, der wirklich das Niedrigste auf diesen Schiffe macht. Und hat sich Jahr für Jahr hochgearbeitet, bis er die Kapitänsexamen gemacht hat und so. Und dafür bin ich wirklich voll Bewunderung für ihn und irgendwie Dankbarkeit, dass es nie irgendwie, das ist, wenn ich zum Beispiel so Schulvorstellungen hatte, Schulaufführung von dieser Ballettschule, das war etwas, worauf sie stolz waren. Da saßen Sie im Publikum, haben sich das angeschaut? Mein Vater nicht, weil er meistens nicht da war. Aber meine Mutter auf jeden Fall. Die Mutter war auch wichtiger als der Papa? Das ist eine ketzerische Frage, finde ich. Das möchte ich nicht so beantworten. Ist okay. Ich würde sagen, meine Mutter war näher zu mir. Ich glaube, wenn ich das analysieren würde, ich glaube, dass sie, weil sie näher war, dass sie mehr gespürt hat, wie wichtig diese Richtung in meinem Leben war. John Neumeier, stimmt es eigentlich, dass Sie ein Mensch sind, der keine Grenzen kennt zwischen Privatleben und Arbeit? Ich glaube, das hat auch mit diesen Begegnungen mit Father Walsh. Weil es ging nicht nur um, was weiß ich, Theater zu lernen, Schauspiel, Theater, Wissenschaft zu lernen,
Tanz zu lernen. Er hat zum Beispiel, das muss ich dazu sagen, dass er arrangiert hat, dass von Chicago, 90 Meilen südlich, eine sehr gute Lehrerin dreimal in der Woche in die Universität kam. Und ich bin zweimal in der Woche mit einem Stipendien dorthin gegangen. Das heißt, es war für ihn die Kunst, wahrscheinlich durch diesen starken Glaube. Was ist, es war ein Mensch, der, für den der, die Glaube war ohne Frage. Ja. Und dadurch irgendwie so sehr wegführend und sehr inspirierend. Und ich glaube auch deswegen, durch dass man das Beruf als absolut als Berufung sah. Dass es nie, dass die Sache ist, dass man zu seiner Berufung nie Nein sagen darf. Das heißt, wenn Sie, um zurückzukommen zu Ihrer Frage, der Balance, der Verbindung zwischen Privatleben, ist diese Verantwortung, Künstler zu sein gegenüber, der mein Privatleben bestimmt. Würden Sie sagen, Sie sind ein Berufener, der praktisch in der Einheit lebt, wo es diese Trennung zwischen Privat und Arbeit nicht gibt? Nicht wirklich, weil alles, was mir passiert, was ich erfahre, was ich lese, was ich höre von Musik, was ich sehe, ist, ich kann nicht sagen, jetzt höre ich auf. Das kann ich manchmal machen, auch vor allem jemand zuliebe, dass ich sage, okay, gut, jetzt schauen wir einen ganz trivialen Film an. Aber selbst in die Trivialität sehe ich irgendetwas, was ein Teil von mir werden kann. Mhm. Und dadurch, dass es ein Teil von mir wird, findet es eine Reflexion in der Kunst. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie leben in einer Partnerschaft, haben geheiratet und Sie sagen, ich bin eigentlich immer, wenn ich Sie richtig verstehe, ich bin immer in Gedanken. Es sei denn, ich gucke einen Krimi. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ne? Ja. Wie hält das Ihr Partner aus? Er mag auch Krimis. Sehr schön. Lassen Sie uns was trinken. Denn ich fand es beeindruckend, faszinierend zu lesen, dass Sie ein Mensch sind, der immer denkt. Sind Sie einer, der immer denkt? Ich bin ein Mensch, der immer fühlt. Das ist ja noch schlimmer. Ich weiß. Ja. Das heißt, Sie sind immer, haben immer die Antennen draußen. Ja. Wann ist das anstrengend? Ich denke, wenn man so gewisse Dinge sagt, dann klingt das irgendwie so kitschig oder so, als ob man das erfunden hat. Aber es ist wirklich nicht so. Ich habe das Gefühl, dass ich ein Geschenk habe, dass ich Künstler bin, darf. Und deswegen gibt es keine Grenzen von das, was unbequem ist oder schwer oder anstrengend oder ermüdend oder so. Dann muss man sagen, dafür darf ich irgendetwas kreieren. Und das ist etwas, was unbeschreiblich ist. Was ich ja bei Ihnen als größtes Geschenk empfinde, beneidenswert. Sie haben als kleiner Junge gemerkt, tanzen. Und heute sind Sie 80 und Sie sind immer beim Tanzen geblieben und haben mit Tanzen natürlich auch Erfolg, das wissen wir. Das ist doch Glück, oder? Absolut. Nein, aber nicht nur das, weil man muss sich vorstellen, um zurückzukommen zu Ihrem nette Geschenk, dass ich war wirklich in Sorge, ob ich so das Theater sozusagen folge oder ob ich die Kunst, Malerei
Nachfolger. Und im Grunde genommen, die Dinge sind zusammengekommen, weil sehr früh in meinem Studium als Tänzer wollte ich immer die eigenen Dinge machen. Mhm. Ich wollte immer Dinge so machen, wie ich es mir vorstelle. Und nicht nur für mich oder in Bewegungen, die ich erfunden habe, sondern in Komposition, wie ich mit verschiedenen Körpern arbeite und wie ich sozusagen Entwürfe mit diesem Körper mache. Und das ist natürlich Choreografie. Aber Choreografie ist dadurch auch Malen in gewissem Sinne mit Menschen. Und das heißt, das ist wirklich toll, was sie mir geschenkt haben, aber im Grunde genommen, jetzt habe ich das kostbarste Material, mit dem ich arbeite, nämlich Menschen. Darauf würde ich gerne nochmal kommen, was das bedeutet, wenn Sie mit Menschen arbeiten. Ich bin noch bei dem Glauben, ich denke gerade nochmal an Ihren Jesuitenpater. Sind Sie ein Gläubiger? Ich glaube ja. Kann man das glauben oder muss man das wissen? Glaubt man wirklich? Kann man was wirklich? Ja, das ist eine schwere Frage. Und Ich helfe Ihnen nochmal. Mein Thema ist, Sie sind Katholik. Ja. Ja? Und Sie sind ein Mensch. Aber nein, ich glaube, ich bin gläubig. Glaubwürdig ist was anderes. Nein. Dann hören wir gleich auf, wenn Sie nicht glaubwürdig sind. So. Ich glaube an Gott. Das bedeutet nicht, dass es nicht Momente sind, wo ich viele Dinge nicht verstehe und wo ich nicht wirklich große und schwarze Zweifel habe. Mhm. Aber ich kann nicht nicht glauben. Sie haben von sich gesagt, Sie sind ein fragender Katholik. So ist es. Was heißt das? Dass ich ein Katholik, der fragt. Wen fragen Sie denn was? Es kommt darauf an. Ja. Naja. Haben Sie in dem Moment, wo Sie geheiratet haben, gefragt? Da habe ich ein bisschen gedacht. Aber ich hatte in dem Moment, sagen wir, kein Glaubensproblem. Hätten Sie denn gerne kirchlich geheiratet? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich hätte gerne... Nein, ich kann mir das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, wir kommen in einen Bereich, die mir nicht ganz bequem ist. Ich merke das schon, Sie rutschen auch nach vorne so. Ja. Entspannen Sie sich wieder. Ein schöner Satz, ich meine, ich finde es schon toll, wenn ein Mensch von sich sagen kann, ich habe kein Problem mit dem Alleinsein. Mhm. Was tun Sie, wenn Sie allein sind, am liebsten? Sie bleiben schön hinten sitzen, ja? Ja. Nein, das ist eine schwierige Frage, weil ich tendiere manchmal, so Fragen zu antworten, viel zu lang. Dann achte ich drauf. Ja, weil es kommt darauf an, in welchem Zustand bin ich. Ich hatte jetzt gerade am 1. Dezember eine für mich sehr wichtige Premiere, die Glasmenagerie, die ein Jahr bevor diese Premiere, fing ich an, besessen zu sein von diesem Sujet. Mhm. Ich habe wahrscheinlich die meisten Bücher über Tennessee Williams, die jemals jemand privat besitzt hat, weil ich immer vom Größten ins Kleinste und vom Kleinsten in Größe thematisch und über diesen Menschen. Gut, zu Ihrer Frage zu beantworten. In der Zeit, wenn ich allein wäre, habe ich Bücher gelesen, habe ich nachgedacht, habe ich Musik gehört, die mit diesem Thema zu tun hat. Wenn ich
Darf ich kurz dazwischen? Ja. Muss ich mir das so vorstellen, Sie sitzen in Ihrer Wohnung? Haus. Sie, abends. Haus. Haus, Entschuldigung. Haus, Museum, kommen wir noch zu. Ja. Ja. Sie sitzen in einem Haus, in Ihrem Lieblingssessel, hören Musik und dann geschieht etwas in Ihrem Kopf, Tennessee Williams irgendwie in Bewegung zu übersetzen. Ist das, was im Kopf passiert? Nein, es passiert eher im Herzen, glaube ich. Im Kopf, ja, im Kopf, Musik hat weniger mit Kopf zu tun. Die Bücher haben mehr mit Kopf zu tun. Und ich finde, man bereitet sich eventuell durch den Kopf und durch die Bücher für die Musik, wo dann etwas passiert, was nicht vom Kopf kommt. Aber wie kommt die Transformation der Musik in die körperliche Bewegung? Wo geschieht das? Wie kommen Sie auf die Idee, wie drücke ich Wut, Glück, Liebe, Tod mit Körper aus? Wie schaffen Sie das? Ja, das, darüber kann ich nicht sprechen. Das funktioniert das, einfach so? Das ist so. Ja. Das ist so. Und das sind Dinge, das, wie gesagt, von mich, ich bin nicht ganz blöd, aber ich würde nicht sagen, dass ich ein Intellektueller in dem Sinne bin. Mhm. Für mich geschehen nicht die wichtigsten Dinge vom Kopf. Die Kopfarbeit bereitet oder vorbereitet, ist eine Vorbereitung für das, was spontan und was eigentlich vom Gefühlwelt hier passiert. Lassen Sie mich noch mal ganz laienhaft fragen. Sie haben eine Emotion gelesen oder spüren eine Emotion und möchten diese auf die Bühne bringen. Ja? Nein. Nein. Sie haben es nicht verstanden. Man. Dafür sitze ich hier. Ja, genau. Nein. Ich kann nur von mir sprechen. Ich lese zum Beispiel sehr viel. Ich kann ganz viele Details erklären, was Tennessee Williams beeinflusst hat, um die Glass Menagerie zu schreiben. Diese Dinge würde ich nie in mein Leben auf die Bühne bringen. Mhm. Das muss so wie, wenn ich etwas Gutes essen, das muss ein Teil von mir werden. Und dann aus dieser Energie, was diese Nährung produziert, kann ich aufstehen und mich bewegen. Und das ist das Gleiche mit was ich lese. Ich kann nicht sagen, hier steht Faber-Castell, 24 Polypom. Okay, ich mache jetzt Faber-Castell, 24 Ding. Das muss irgendwie mir was bedeuten, 1761. Und das so, dann Tage später höre ich an Musik und stehe auf. Und irgendwie, es kann sein, dass Sie sagen, komisch, das erinnert mich an Faber-Castell. Irre. Vielleicht, ja. Klappt das immer? Nein, und das ist es. Ich meine, was klappt ist, wenn man Erfahrung hat, wenn man mich in einen Raum einschließen würde, ich könnte endlos choreografieren. Man darf sie nicht einschließen. Ich könnte endlos Schritte aneinander reihen, Bewegungen machen. Neue oder schon Ihnen ältere Bekannte? Beides wahrscheinlich, weil eins manchmal aus den anderen sich entwickelt. Aber das wäre nicht Choreografie. Mhm. Choreografie ist dieser wirklich mysteriöse Moment, wenn irgendetwas entsteht, was nicht vorausgesehen war, was nicht vorgeplant war, was nicht aufgeschrieben war. Das so. Und wenn das passiert, dann ist man glücklich. Aber es passiert nicht immer. Aber man weiß, wenn es passiert. Ihr Werkverzeichnis umfasst, wenn ich richtig informiert bin, an die 160 Stücke? 62. 62. Zwei habe ich vergessen. 62. Stehen Sie manchmal davor und staunen, dass Sie doch 162 immer wieder neue Choreografien entwickelt haben? Ich denke, ich versuche nicht, darüber nachzudenken. Ich sage es Ihnen aber jetzt. Okay, gut. Und, staunen Sie? Ich kann es kaum glauben. Ja.
Ich bin noch bei einem Punkt, ich habe in Ihrem Buch gelesen, Sie beschreiben das, was Sie bisher beschrieben haben, als sehr glückliche Phase, als eine problemlose Phase. Aber es gab auch Phasen in Ihrem Leben, wo das nicht so geglückt ist, wo Sie, ja, ich benutze mal das Wort depressiv waren, wo Sie für sich gedacht haben, da gibt es keinen Freund, da gibt es keinen Partner, ich bin allein. Wie kommen Sie aus so einer Phase raus, wenn die droht, dass Sie, sagen wir mal, ich nehme ein Bild, im Dunkeln sitzen, ja? Von der Seele aus im Dunkeln sitzen. Wie kommen Sie da raus? Ich gehe in der Arbeit. Ich gehe jeden Tag in der Arbeit. Und das ist, ist immer meine Rettung. Ist das schon präventiv? Im Sinne von, ich gehe in die Arbeit, weil da droht was? Nee, ich gehe in die Arbeit, weil ich das liebe. Aber es ist so, dass für mich, wie ich das immer schon gesagt habe, ist diese Begabung eine Art Privileg. Und ich kann das nicht vernachlässigen, weil es mir nicht gut geht. Ich kann nicht sagen, ich bleibe jetzt so lange hier, weil ich traurig bin und ich warte, bis irgendwie eine museale Erleuchtung kommt, dann will ich wieder arbeiten. Ich bin so erzogen, dass ich Arbeiter bin. Ich gehe hin und schaue, was zu tun ist. Aber das ist ein Ballett, was schon existiert, ob es eine neue Besetzung ist, ob es in eine andere Company, wo etwas neu studiert ist. Das ist für mich eine Art Verpflichtung. Und gleichzeitig ist das die Rettung für mich, wenn es mir nicht gut geht. Wann stehen Sie morgens auf? Unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, zwischen halb acht. Und gibt es Tage, wo Sie sagen, jetzt bleibe ich liegen? Manchmal, ja. Ist das schlimm? Ich hoffe nicht. Okay. Es sei Ihnen auch gegönnt. Das Schlimmste für einen Tänzer ist Leerlauf. Wenn er nicht tanzt, verliert er Zeit. Wir sind bei dem Thema Körperlichkeit, älter werden. Wann haben Sie für sich gespürt, John Neumeier, ich verliere Zeit? Ich muss das nutzen, ich werde älter. Noch nicht. Stimmt das? Ja. Bewundernswert. Dankeschön. Sie haben auch gesagt, ich habe einen weichen Körper. Ne? Was ist das? Ich habe einen Körper, es gibt Menschen, die irgendwie ständig sich strecken müssen, also selbst als Tänzer, so 20, 25, so. Meine Körper war immer sehr, sehr weich. Das heißt, ich habe ziemlich lang auch auf der Bühne gestanden, also auch als Tänzer und in gewisse Rollen. Und ich denke, dass das wirklich nur möglich war, wegen dieser Art von Körper, die ich hatte. Heißt weich, flexibel und weiche Muskel. So, es gibt Menschen, die in meinem Alter ziemlich so, wo die Muskulatur ziemlich hart geworden ist. Aber das ist, ich weiß auch nicht, aber es ist besser. So, vielleicht reden wir von was anderes. Weiß man denn als Tänzer oder lebt man mit dem Gedanken, irgendwann ist Schluss? Sicher. Ich habe es aber nicht gemacht. Das heißt, es war ziemlich früh klar. Ungefähr 65, 66. Oder spürt man, dass meine Hauptaufgabe in diesem Leben ist wahrscheinlich nicht selber zu tanzen, sondern zu kreieren Tänze für andere Menschen. Gleichzeitig die Tatsache,
dass ich noch tanzen könnte. Und als ich meine erste Company hatte in Frankfurt, brauchte ich mich als Tänzer und habe noch getanzt. Auch als ich hier in Hamburg angefangen habe, habe ich getanzt. Aber das andere war viel wichtiger. Bloß zu tanzen hat zwei verschiedene Dinge. Choreografieren bedeutet, dass die Konzentration muss weg von sich selber sein und das Konzentration auf der andere, den anderen zu helfen, den anderen so zu helfen, dass er gut oder sie gut aussieht. Das heißt, es ist ein, wenn man es richtig macht, es ist ein sehr selbstloser Beruf. Wenn ich aber ab und zu mal doch was getanzt hat, das war toll, weil ich müsste auf mich konzentrieren. Mhm. Das heißt, in dem Moment sollte keine zu mir kommen mit irgendeinem Problem, weil ich müsste mich vorbereiten, um quasi auf die Bühne zu gehen. Punkt eins. Punkt zwei, wenn man eine Company hat und wenn man mit dieser Company selber tanzt, ist eine ganz besondere Form von Zusammensein. Weil natürlich ist es, Tanz ist eine Live-Kunst. Man kommt aus der Gasse oder der Vorhang geht auf und es ist nur diese eine Möglichkeit, was man hat. Es gibt keine Aufzeichnung, es ist immer live. Es ist immer live. Präsent. Mhm. Und diese Verletzbarkeit, die man als Künstler erlebt, teilt man mit den Menschen, für den man eigentlich der Chef ist. Mhm. Das heißt, der Chef ist da, aber er ist genauso so verletzbar wie wir. Ist es denn noch möglich, wenn Ihre Kompanie heute sagt, John, kannst du es doch mal vormachen? Ich mache immer vor. Es geht immer noch, dass Sie vormachen. Ja, wenn ich choreografiere, muss ich vormachen. Und haben Sie manchmal das Gefühl, die Jüngeren können es besser? Die können es besser. Mhm. Aber ich muss trotzdem, weil Choreografie für mich kommt aus einem innerlichen Impuls. Das heißt, ich kann nicht jemanden beschreiben, heben Sie Ihre rechte Hand. Nein, ein bisschen mehr gekurbt. Nein, nein, dritte Finger hoch. Nein, 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 der linke links, okay. Ja, okay. Jetzt now, der Kopf ein bisschen mehr links, okay. Absurd. Ich muss aufstehen und ich muss mich bewegen. Mhm. Die Tänzer schauen das und in dieser Form von Dialog, selbstverständlich können sie es besser machen. Mhm. Dann sehe ich das quasi wie in einem besonderen Spiegel und kann das korrigieren und sagen, nein, ich habe das, was du tust, sieht nicht so aus, wie ich es spüre. Gibt es typische Neumeier-Bewegungen? Das müssen Sie sagen. Ich glaube, ja. Okay. Es sind diese etwas ruckartigen, zuckenden Bewegungen. Wirklich? Also ich war ein sehr lyrischer Tänzer. Ich glaube, Sie wissen, dass es typische Neumeier-Bewegungen gibt, oder? Also woran erkennt man... Ich vermute es vielleicht, ja. Sie mögen darüber nicht so gerne reden, ne? Nein, weil ich finde, man soll nicht alles zerreden. Okay, dann machen wir da einen Punkt. Dass Sie dafür Applaus kriegen, finde ich nicht gerecht. Ich war immer schlecht zu meinem Körper. Was haben Sie gemacht mit Ihrem Körper? Ich habe Sie nicht immer gut vorbereitet für das, was ich verlangt habe. Davon. Was passiert dann, wenn Sie nicht gut vorbereitet sind? Es tut weh. Ja. Nein, was ich meine ist, normalerweise der Tänzer trainiert 1,5 Stunden vormittags als Vorbereitung für eine Probe. Dann, wenn man eine Vorstellung hat, dann trainiert man mindestens 1,5 Stunden, 35 Minuten, 40 Minuten, um sich wieder warm zu machen für die Vorstellung. Wenn ich so als Ballettdirektor, Choreograf, das heißt, man hat gleichzeitig viele so Papierkram und Probleme mit dem einen Tänzer oder die eine Tänzerin oder Gespräche, was man machen muss.
und vernachlässigt diesen Trainingsmoment. Gleichzeitig geht in der Probe und schmeißt sich herum. Das ist das, was ich meine. Dass ich habe sehr viel von meinem Körper verlangt. Und wieder, wir sind zurück zu diesem etwas weicheren Körper. Das hat es wirklich sehr gut ausgehalten. Sie haben sehr viel verlangt von Ihrem Körper. Haben Sie mal Schmerzmittel genommen? Nein. Was sagen Sie dazu, wenn andere im Ballett Schmerzmittel nehmen, um das auszuhalten? Das wäre wirklich von Fall zu Fall zu klären, glaube ich. Sie kommen nicht zu mir und sagen, hallo, ich habe Schmerzmittel genommen. Ich glaube, Sie würden das spüren, oder? Nein. Mhm. Ob Sie es genommen haben? Mhm. Nein. Okay. Wie soll ich das? Nein, weil es ist so, ich finde, in dem Moment der Zusammenarbeit sind wir sehr, sehr intensiv zusammen. Aber ich frage nicht, natürlich weiß ich nicht, was etwas Extremes ist es okay oder tut es weh oder was weiß ich. Aber normalerweise ist es nicht so, dass jeder kommt und sagt, oh, hier und das tut weh und da, sondern wir haben Wichtiges zu machen in dem Moment. Wenn jemand wirklich tatsächlich zu mir kommt und sagt, ich habe ein Problem, ich weiß nicht so, dann versucht man irgendwie, was weiß ich, der richtige Arzt zu finden oder so. Aber ich finde, dass was man vergisst, weil sehr oft man sagt, oh, das ist Tanz, das ist ja furchtbar, weil man muss der Körper in einen so unnatürlichen Weg dehnen und all diesen Dingen machen. Man vergisst, dass die Tatsache, einen auch klassischen Tanzbewegung gut zu machen, ist eine innerliche Erfüllung. Das heißt, ich nehme in Kauf, dass wenn ich an einem Tag mich nicht warm getanzt und mich hingeschmissen habe, dass ich ein bisschen Muskelkater habe, aber es gibt Momente, wo ich mit meinem Körper Dinge machen kann, die mich einen so tolle innerlichen Gefühl geben, dass ich das auch richtig finde. Weil es muss auch, wenn ich Klavier spielen will oder Geiger spielen, dann muss ich auch stundenlang irgendwie Dinge machen, wo man sagt, ja, wieso macht man das eigentlich? Weil du könntest auch Fußball spielen statt Geige zu üben. Sie stehen morgens auf dem Crosstrainer? Ja. Wie lange? 45 Minuten. Gucken Sie dabei Fernsehen? Ja, etwas sehr Triviales. Es sei Ihnen gegönnt, ja? Ja, ja. Was tun Sie noch für Ihren Körper? Ich passe auf, was ich esse. Jetzt hören die Frauen alle gespannt hin. Wir wollen wissen, was ist John Neumauer? Intervallfasten vielleicht? Was? Intervallfasten? Was ist das? Nein. Intervallfasten heißt, Sie essen 8 Stunden, was Sie wollen, und 16 Stunden nichts. Nein, davon habe ich gehört. Ja. Aber das wäre nicht gut für mich irgendwie. Wie machen Sie es denn? Ich weiß es nicht, ich mache es instinktiv, würde ich sagen. Weil in meinem Leben, es gab immer so Phasen, als ich ein junger Tänzer war, dann das Beste zu essen war ein Steak, was weiß ich, mit einem Spiegelei drauf oder irgend so etwas, weil das so diesen gewisse Dingen gibt, und ein Salat. Dann auf einmal, Salat ist nicht gut. Dann auf einmal, Fleisch ist nicht gut. Und dann auf einmal, ich weiß nicht, was ist nicht gut. Ich denke, das ist so eine gewisse Logik hat. Wenn ich ganz viele, was weiß ich, Kartoffeln und Kuchen und so esse, das kann nicht gut sein, oder? Ich meine, das heißt, ich esse ziemlich normal, aber ich esse sehr viel Gemüse, sehr viel Salat. Ich mag gern ein gutes Fleisch, aber... Schokolade? Selten, sehr selten. Also das klingt so nach Zufall, aber ich glaube schon, dass Sie das bewusst machen, oder?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich so bewusst, dass es selbstverständlich ist. Dass man denkt, ja, der Körper sollte so und so und so aussehen, wenn man tanzt. Dafür muss ich aufpassen. Der muss auch schön aussehen, wenn man tanzt, der Körper? Ja, wenn es was Schönes ist und wenn es hässlich ist, dann soll es hässlich aussehen. Sie haben, glaube ich, keinen Hässlichen in Ihrer Kompanie, oder? Nein, Menschen nicht, aber Bewegungen. Bewegungen, ja. Die Menschen sind alle schön. Ich finde, ja. Was machen Sie denn noch für Ihren Körper? Oder ich frage mal, vielleicht mag Ihnen die Frage nicht gefallen, aber ich muss sie auch fürs Publikum mal stellen. Hat John Neumeier eigentlich Zipperlein? Was habe ich? Zipperlein. Was ist das? Was Zipperlein? Sie kennen keine Zipperlein. Wehwehchen. Was jeder, man wird älter, steht morgens auf und irgendwas ist da oder da ist irgendwas. Also irgendwas, wo Sie merken, ich habe was in meinem Körper, was nicht gut ist. Das ist erstaunlich, der muss denken, was ein Zipperlein ist. Ich muss denken, weil natürlich, wenn man der Körper viel benutzt und wenn man in bestimmten Momenten so ein bisschen außer sich ist und verrückt ist und in eine gewisse Ekstase ist, dann macht man mehr. Dann merkt man, dass man Muskelkater hat. Das war Teil meines ganzen Lebens. Ich meinte keine Muskelkater, ich meinte Zipperlein, die mit dem Alter kommen. Ach so. Meine Knie sind nicht so gut, wie sie waren. Sonst ist alles okay? Ich glaube, ja. Das ist super. Okay, danke. Ja? Ich weiß gar nicht, darf ich Ihnen sagen, dass Sie sehr jugendlich wirken? Oh, das ist gut. Dankeschön. Bitte. Ja. Sind Sie streng? Ja. In der Kompanie sind Sie ein strenger Lehrer? Ja. Ich bin ein liebevoll strenger Lehrer. Als ich jung war, es hat alles so mit so zentralen Gedanken zu tun, dass diese jungen Menschen, die diesen Beruf ergreifen und die es so weit gebracht haben, dass die in verschiedene Kompanien sind, meine Kompanie, eine Kompanie in Chicago, eine Kompanie in San Francisco oder irgendwo, das ist toll, weil es bedeutet, sie arbeiten nicht, um irgendwann mal zu leben, sondern ihre Arbeit ist das Leben, ist das wichtigste Teil des Lebens. Und das ist was Tolles. Und das ist eine Verantwortung. Und als ich sehr jung war und als ich anfing, meine erste Kompanie in Frankfurt, ich habe sehr viel geschrien. Weil geschrien? Geschrien, ja. Das können Sie heute gar nicht mehr, ne? Ich habe meinen Taxifahrer gestern angeschrien. Aber nein, weil er war so unverschämt. Gut. Aber Entschuldigung, ist ein anderes Thema. Ich stell mir gerade vor, Sie sind streng mit Ihrer Company. Und Sie aber ich schreie sehr, sehr, sehr wenig jetzt. Wann denn? Nein, weil ich glaube, das ist auch etwas Interessantes, wenn man älter wird, sieht man meiner Ansicht nach immer ein größeres Bild. Ja. Und man versucht, Menschen quasi in diesem Bild ein bisschen zu erleuchten. So, statt als ich jung war, ich war wirklich wie wenn man sich das größte Protestmensch, der so war ich. Ich war Feuer und Flamme. Und diese Flamme schrie manchmal. Heute nicht mehr. Sie haben auch zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, Sie arbeiten mit dem Kostbarsten, was es gibt, nämlich mit dem Menschen. Also beim Tanz ist der Mensch das Instrument. Wie ist das dann als Chef einer Kompanie, wenn das Kostbarste ist, diesen Menschen zu kritisieren, der da tanzt? Man kritisiert das ist ja kein Problem. Es kommt darauf an, wie. Man lernt, wenn man längere Zeit Menschen hat, dass
wie jeder Mensch sicher im Publikum ein anderer ist, dass das, was man sagt, hört jemanden anders und interpretiert das anders und hat gewisse andere Wellenlängen. Bei manchen muss man sehr genau warten, wann man was sagt, damit man diese Menschen nicht kaputt macht. Andere Menschen warten, dass man sie kritisiert. Gleich. Die wollen wirklich wissen, wie war das heute oder warum sagst du nichts oder so. Und das ist sehr unterschiedlich. Gibt es da Tränen manchmal? Es gibt so, jedes Jahr gibt es so Gespräch mit jeder Tänzer, Tänzerin der Company, wo man ein bisschen die Reaktion von der Arbeit der Saison ist. Und da gibt es manchmal Tränen. Aber das ist, finde ich, normal, weil wir sind Künstler. Künstler müssen versuchen, ihre Sensibilität zu bewahren, damit es eine Möglichkeit gibt, das zu übertragen, dass das irgendwie eine Ausstrahlung für ein Publikum hat. Und zu dieser Sensibilität gehört auch die Fähigkeit oder die Chance zu weinen. Ja. Sie dürfen auch lauter klatschen, also ja. Ist schon erlaubt. Ja. Ich stelle mir Sie gerade streng vor. Kennen Sie Momente, wo Sie spüren, jetzt raste ich gleich aus? Ja. Kann ich mir bei Ihnen gar nicht vorstellen. Aber es hat mit Respekt zu tun. Ah. Ich raste aus, nicht weil jemand was falsch macht. Das kann man lernen, das kann man wiederholen, das kann man nochmal sagen. Mhm. Mich rast es aus, wenn ich das Gefühl habe, dass diese Zeit, die wir verbringen dürfen, indem wir kreieren, indem wir wirklich so etwas Schönes wie Tanzen machen, wenn jemand das nicht respektiert, dann raste ich aus. Wie muss man sich das vorstellen? Lieber nicht sagen. Okay. Nein, ich versuche immer, umso älter ich bin, ich finde, das Wichtigste im Leben ist die Klarheit. Mhm. Wenn man jemand, und das ist so etwas, was ich wirklich am Anfang versucht habe zu lernen, die Klarheit, jemanden zu kritisieren. Mhm. Wenn man, sagen wir, man arbeitet mit jemandem und es ist so eben emotional und das ist völlig kalt, dann kann ich sagen, mach mehr. Mehr was? Verstehst du? Mhm. Man muss versuchen, sehr präzis Bilder zu erfinden, die gerade dieser Mensch verstehen kann. Woher die eine Assoziation, eine Brücke baut woher zu haben seinem Sie diese, eigenen Leben. Diese therapeutische Fähigkeit, woher haben Sie das? Vielleicht von den Jesuiten? Ich weiß es nicht. Möglich, ja. Es kann sein, ich weiß es nicht. Ja. Es gibt Dinge wirklich, worüber man nicht sprechen soll. John Neumeier, Sie sind ja in Hamburg, ich glaube, Ihr Lebenspartner hat mir gesagt, wir achten gegenseitig darauf, dass wir nicht zu Sonnengöttern werden in dieser Stadt. Der eine macht fürs Herz, der andere arbeitet am Herz. Sie bremsen sich gegenseitig, trotzdem sind Sie ein gewisser Ballettgott in dieser Stadt. Wie groß ist der Druck für Sie, der Neumeier, ich muss gut sein? Es ist groß. Der Druck ist groß? Ja, aber auch für mich selber, weil ich habe gewählt, längere Zeit hier zu arbeiten und längere Zeit nicht nur als Choreograf kreativ zu arbeiten, sondern auch administrativ zu arbeiten mit die Kompanie, mit die Ballettschule, mit das Bundesjugendballett. Mhm. Und wenn ich das wähle, das ist eine Verantwortung. Und ich, wenn ich sage, okay, jetzt, man macht spontan eine Entscheidung. Ich choreografiere Tennessee Williams Stück Glass Menagerie. Aber dann ist es ein Moment, dann gibt es eine Zeit, wo man leidet, wirklich. Leidet ist der falsche Wort.
wo man bewusst wird von der Schwierigkeit, etwas zu wirklich zu machen. Und man denkt, ich muss wahnsinnig viel daran arbeiten, ich muss sehr viel wissen, ich muss sehr viel, ja. Sind Sie denn abhängig von der Liebe des Publikums? Ich bin nicht sicher. Man kriegt ja nie eine Karte bei Ihnen. Ich bin nicht sicher. Natürlich muss das Wichtigste sein, dass ich glaube, was ich gemacht habe, ist richtig. Nicht, dass es perfekt ist, was es nicht ist, aber dass es richtig ist, dass es mich bewegt. Wenn es mich nicht bewegt, dann ist es eine Lüge. Dann soll es auch nicht das Publikum bewegen. Aber wenn ich etwas gemacht habe, zum Beispiel, ich komme immer wieder zurück auf die Glasmenagerie, das ist ein Stück, was ich für mich gemacht habe. Ich habe nicht unbedingt erwartet, dass ein Publikum diese wahnsinnig emotional intime Stück wirklich so aufnehmen würden. Aber ich meine, sie haben es. Aber das ist etwas, wo man sagt, falls das nicht gut angekommen wäre, falls wir sehr schlechte so Besucherzahl hätten, das wäre nicht ein Problem für mich. Aber schlechte Besucherzahlen kennen Sie doch nicht, das Problem, oder? Nicht so sehr. Nee. Nein. Herr Neumar, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Sie haben mir bis 7:50 gegeben. Genau. Kann ich noch 5 Minuten mehr haben? Ja. Okay. Denn ich muss noch mal darüber sprechen, Sie leben in einem Haus, da liegen 30.000 Exponate in Sachen Ballett. Stimmt die Zahl ungefähr? Stimmt, ja. Plus oder wissen Sie es selber nicht genau? Doch, genau wissen wir es nicht, ja. Weil noch nicht jedes Stück Papier ist eingedingst. Gibt es ein Lieblingsexponat, wo Sie sagen, da bin ich besonders stolz drauf? Ja, es gibt ein paar. Es gibt die erste Bronzekopf von Nijinsky, die erste und wahrscheinlich jetzt inzwischen kostbarste Exponate ist. Hm? Es gibt eine Zeichnung von Klimt von Nijinsky, eine Zeichnung von Modigliani. Es gibt ein paar jetzt Entwürfe, die erst neulich so auf den Markt gekommen sind, von Kostümentwürfe von früher 20. Jahrhundert, von 1909, 1910, von Kostüme von Nijinsky. Das sind sehr besondere Dinge. Das lagert ist das falsche Wort, das ist alles bei Ihnen im Haus und Sie wohnen oben. Ja. Gut. Aber ich wohne überall in das Haus. Sie wohnen überall. Aber es braucht ein neues Haus. Es soll ja irgendwie... Es wäre gut. Es wäre gut, weil wenn Sie mal in mein Haus wären, Sie würden sehen, wie alles zugepackt ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist so, weil es sind diese 30.000 Exemplare, aber es sind auch 15.000 Bücher über Tanz. Also umziehen möchte ich mit Ihnen nicht. Nein, aber ich finde, das Wichtigste ist, es kommt ein Moment, wenn man sammelt und man hat das Gefühl, man liebt diese Dinge, man liebt sie nicht nur als Einzelobjekte, sondern man liebt sie in ihrer Verbindung zueinander und wie diese Verbindung uns Ideen und Richtungen zeigt. Aber dann kommt der Moment, wo man sagt, ja, das kann nicht nur für mich allein sein. Das muss andere Leute auch nutzen können. Sie haben 2006. Ja. Die kommen alle morgen zu Ihnen. Okay. Sie haben 2006 die Stiftung gegründet. Da waren Sie Mitte 60, schätze ich mal. So. War das ein erster Nachlassgedanke? Was soll werden, wenn ich nicht mehr bin? Ja, sicher. Aber diese, komischerweise, ich habe mit diesem Nachlassgedanken überhaupt kein Problem. Das hatte ich schon früher und habe immer wieder versucht, mit der Stadt zu verhandeln, sozusagen, dass sie mir
einen größeren Haus, ein Villa irgendwie geben würde, wo ich leben, weil das ist eine Bedingung, ich muss in dieser Sammlung leben. Aber es, wenn es ein größeres Haus wäre, wäre es möglich, das irgendwie öffentlich zu machen. Und ich bin gerne bereit, die Stadt diese Sammlung als Nachlass zu geben. Und die Stadt hat doch Häuser. Gibt es kein Haus? Auch, lassen wir nicht darüber reden, weil das wär, ich könnte Ihnen eine Liste geben von Objekten, und wo immer wieder irgendetwas dann nicht zustande gekommen ist. Dabei haben Sie doch die Kultursenatoren und Senatorinnen immer gut in der Hand gehabt, ne? Sie konnten doch immer pokern im Sinne von, wenn ihr nicht so wie ich, dann gehe ich. Ja, man muss den Unterschied sehen, weil wenn es um was anderes geht, wenn es von Räumlichkeiten für eine Ballettschule ist, wenn man sagt, ich habe jetzt gewisse Erfolge in dieser Stadt, wir haben ständig gar Spiele in der Welt gemacht, aber um das weiterzumachen, ich brauche mehr Raum. Mhm. Das ist etwas, womit man pokern kann. Wenn man sagt, ich habe diese Privatsammlung, ich möchte gerne, dass es in einen größeren Rahmen ist, das ist schwieriger, weil ich glaube, für die Hanseaten, und das sage ich jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal öffentlich, für die Hanseaten klingt das so, als ob ich erwarte ein Schloss für mich, weil ich wohne dann da drin. Mhm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich unterschwellig, das Problem. Das heißt, wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich tot bin, ist es sicher einfacher. Aber es ist wahr. Aber Sie könnten doch auch woanders wohnen. Ich will aber nicht. Nein, das war der Bedingung. Ja. Ich muss in diesen Sammlungen leben. Was für ein Satz, wenn ich tot bin, ist es besser. Na gut, lassen wir mal so stehen. Aber für die Sammlung. Ja, ja. Vielleicht nicht für mich, aber ich weiß es nicht. Vielleicht auch. Das sind Pfeffersäcke, ne? Die Hanseaten. Ja. Ich sage nichts mehr. Okay. So, uns bleiben noch gut 3 Minuten. So ein Abend. Herr Neumann hat immer ein Ritual zum Schluss. Das Ritual heißt erstens, wir reden über den sogenannten Hätteschmerz. Hätteschmerz heißt, das hätte ich in meinem Leben gern getan, aber ich habe es nicht gemacht und das bedauere ich doch sehr. Ja. Haben Sie solch einen Schmerz? Ja. Was hätten Sie gern gemacht? Ich hätte gerne die Original-Tagebuch von Nijinsky gekauft. Dann ist es wahr, es ist mir angeboten. Und Sie hatten keine Kohle, oder wie? Ich hatte keine Kohle, aber das hat mich öfters nicht verhindert, Dinge zu kaufen. Nein, ich habe das, es ist eine wahre Geschichte, das ist geheimnisvoll mir angeboten worden. Es war in Schweden, es ist nach Kopenhagen gebracht, weil ich dort gearbeitet habe. Ich hatte es in mein Hotel. Ich habe jede Seite geblättert. Es ist in seinen Schrift in Russisch geschrieben, bis auf ein Wort, Schäfer, Pen, geschrieben. Und ich habe darüber nachgedacht und gedacht, dieses Dokument ist in die russische Sprache. Ich kann es nicht selber lesen. Ich soll es nicht haben. Es soll zu einem anderen wissenschaftlichen Institut. Aber das war wirklich blöd von mir. Schade. Weil ich hätte erstmal zu der Zeit hätte ich durchaus Russisch lernen können, um es zu lesen. Aber warum nicht? Ich meine, ja. Und das, was ich jetzt habe, die Stiftung ist ein wissenschaftliches Institut und wird eins sein. Ist es nicht mehr auf dem Markt, das Buch? Nein, es ist in der New York Public Library und da wird es immer bleiben. Kommen Sie nicht mehr ran? Um keinen Preis der Welt? Das habe ich noch nicht versucht. Gut, wir sahen beim Hätteschmerz. Sie bringen mich auf Gedanken. Ja. Ja. Mann, los. Der andere Punkt neben dem Hätteschmerz ist das große Wort, das kleine Wort,
was im Alter immer größer wird, nämlich das Wörtchen noch. Was will ich noch? Gibt es etwas, was Sie noch unbedingt wollen? Ich will weiter arbeiten. Ich will weiter Ballette machen, kreieren. Ich will sehen, dass ich auch in mein Leben trotz dieser so ziemlich klaren Linie, die es bestimmt hat, dass ich auch rechts und links geschaut habe und wo es möglich wäre, auch anderen Menschen zu helfen. Und das sind Dinge, die ich noch vorhabe. Gibt es noch was Kleineres? So viele Männer sagen, ich will noch Klavier spielen oder sowas. Ich habe das einmal versucht. Es ging nicht gut. Es ging nicht gut? Nein? John Neumeyer, es war ein hinreißender Abend mit Ihnen. Ich danke Ihnen sehr. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist sehr schön. Dankeschön. Danke. Thank you.